Wer unterwegs ist auf großer Tour, für den ist natürlich selbstverständlich ein umfangreiches Gepäcksystem dabei zu haben, also Taschen, Koffer, Gepäckrollen, alles was dazugehört. Wer gerne eine kleinere Tour unternimmt, der greift gerne auch auf den Tankrucksack zurück. Die sind wirklich schwerpunktgünstig am Motorradtank zu befestigen. Da gibt es auch eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Modellen und Befestigungssystemen. Wir sind dazu heute in der Werkstatt von Polo zusammen mit dem Marco. Der kann uns da einen kleinen Überblick geben. Sehr gerne. Es gibt, wie du schon sagtest, eine große Bandbreite an Tankrucksäcken, angefangen von Riementankrucksäcken über Magnet- und Quicklock-Tankrucksäcke. Das erklären wir nachher noch, wie es funktioniert. Es gibt natürlich auch einen großen Unterschied in den Volumen, genauso wie in der Ausführung der Tankrucksäcke, die unterschiedlich teilweise auch auf die Motorräder abgestimmt sind. Hier haben wir einen Vertreter der Riemenfraktion. Dieser wird einfach befestigt vorne am Lenkkopf und hinten mit dem zweiten Riemen an der Sitzbank oder unter der Sitzbank am Rahmen. Dafür müsst ihr die Sitzbank wegnehmen. Das ist natürlich teilweise umständlich. Deswegen hat man gerade bei solchen Metalltanks immer sehr gerne die Magnettankrucksäcke. Der lässt sich einfach auflegen und hält, sitzt perfekt. Hat auch die vorgeschriebene Form, sodass sich sehr gut der Tankform anpasst. Jetzt haben wir hier einen Tankrucksack, der sehr schön auf die Form von dem Tank passt. Wahrscheinlich ist es natürlich auch immer schwierig, die passende Form zu finden für das spezielle Motorrad, was man selber eben fährt. Da gibt es auch bestimmt Unterschiede im Sortiment. Ja, es gibt jede Menge Unterschiede, gerade auch, was du schon angesprochen hast, die verschiedenen Tankformen erfordern natürlich auch spezielle Tankrucksäcke, die sich wie hier hervorragend der Tankform anpassen können. Und wenn es mal ein Problem gibt mit dem Tank selber, zum Beispiel man hat einen Plastiktank, dann kann man, weil ein Magnet ja nicht mehr hält auf einem Plastiktank, auf das Quicklock-Tankrucksacksystem zurückgreifen, was wir zusammen mit der Firma SW Motech entwickelt haben. Mhm. Das können wir euch gleich gerne mal hier an dem Fahrzeug zeigen. Gut, dann wechseln wir immer eben rüber zu Kawasaki. Ja, wir stehen jetzt hier an der Z800 und die hat eine große Kunststoffverkleidung um den Tank drumherum. Wie du eben schon gesagt hast, ein Magnettankrucksack, der würde hier natürlich nicht drauf halten. Deswegen kommt hier euer Quicklock-System zum Einsatz. Kannst du uns mal eben demonstrieren, wie das funktioniert? Ja, sehr gerne. Ich habe euch hier mal einen Adapter mitgebracht. Der gehört bei allen Tubex-Tankrucksäcken dazu. Der wird hier am Tankrucksack unten an der Bodenplatte befestigt. Er hat eine ganz einfache Funktion. Ihr seht hier diesen Adapter auf dem Tank selber. Dieser Tankringadapter haben wir für mehr als 90% der jetzigen Fahrzeuge im Programm. Könnt ihr über unsere Bike-Datenbank in Erfahrung bringen, welcher Tankring für welches Fahrzeug. Wird einfach hier nur drauf festgeschraubt und die Handhabung ist ebenfalls so einfach. Ihr klickt hier hinten diesen Tankring ein, drückt ihn nach vorne und dann hört man ein klares Klick. Das heißt, er ist eingerastet und jetzt kann man ihn wirklich, hier kann man dran ziehen. Er reißt nicht mehr ab und entriegelt wird er einfach hier über diesen Stift und dann habt ihr den Tankrucksack schon los. Ja, hier sehen wir gerade den Tankrucksack, den du uns eben schon gezeigt hast. Hier ist die Adapterplatte schon im Tunnel montiert. Wir haben hier einen Tankrucksack, der ist ja etwas größer und hat dementsprechend auch einen viel längeren Tunnel. Wozu ist das denn gut? Ja, es handelt sich hierbei um einen universellen Tankrucksack. Und bei den universellen Tankrucksäcken kannst du selber festlegen, wo du halt deinen Tankrucksack platzierst. Und deswegen kann auch dieser Adapter in den unterschiedlichsten Positionen platziert werden. Das hängt natürlich auch davon ab, wo sich der Tankeinfüllschutzen befindet. Und dementsprechend setzt du dann halt auch diesen Adapter da rein. Mhm. Das heißt auch wieder, wenn ich für mein Fahrzeug den Tankrucksack wieder ein bisschen anpassen muss, vom Sitz, von der Form her, habe ich da die Möglichkeit, das einfach individuell zu positionieren. Genau, das geht hier drüber ganz hervorragend. Was ist denn im Moment bei den Kunden sehr gefragt? Ja, im Moment geht der Trend so ein bisschen Richtung der kleinen Tankrucksäcke. Hier ganz neu im Programm von Cubec, die kleine Smartphone-Tasche. Viele Kunden lassen sich gerne über das Smartphone navigieren. Das ist hier wunderbar mit möglich. Wir haben hier wasserdichte Durchgänge. Das heißt, hier kann man einmal den Mini-USB durchstecken und hier den Kopfhörerzugang über Magnete leicht zu befestigen. Also eine ideale Geschichte für Smartphone. Dann haben wir ja eben schon den kleinen Tankrucksack von Cubex gezeigt. Mhm. Eine der Besonderheiten, die man in der Cubex-Linie immer findet, gesicherte Reißverschlüsse. Ganz wichtig, Reißverschlüsse flattern gerne im Wind. Dadurch kann sich auch der Reißverschluss selber öffnen. Das passiert hierbei nicht mehr. Auch neu im Programm ist von Held der Tankrucksack. Ein kleines Mini-D-Pack mit einer Smartphone-Tasche dabei. Kleine Tasche hier vorne, ideal für die Tagestour. Mhm. Dann habt ihr hier hinten natürlich noch den größten Tankrucksack in der Reihe liegen. Ja. Was hat der für Besonderheiten und Eigenschaften? Er hat eigentlich sehr viele. Du hältst ihn schon richtig. Der Milano ist in der Größe verstellbar. Das heißt, er ist sehr universell. Ich kann ihn
auf meine Bedürfnisse einstellen. Große Urlaubstank mache ich ihn breiter bzw. höher, kann ihn hiermit straffen. Das heißt, ich habe dadurch einen festen Sitz. Ich habe eine Magnettasche da drauf, die ich abnehmen kann. Dieses patentiert übrigens. Sie wird hier oben über Magnete gehalten und kann anschließend alleine auf dem Tank gefahren werden. Das muss natürlich ein Metalltank sein, das haben wir heute schon gelernt. Und hat ein großes Fassungsvermögen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für den guten Überblick. Welche Tankrucksäcke spezifisch für euer Motorrad passen, das erfahrt ihr natürlich auch in der Bike-Datenbank auf polo-motorrad.de. Oder noch besser, ihr geht einfach in den nächsten Store und mit eurem Motorrad zusammen und probiert einfach mal ein paar Tankrucksäcke aus.